Ja, was geht ab, Freunde? Wir reagieren auf ein neues Video, beziehungsweise das erste Mal auf dem Kanal überhaupt Rui Genet. Das ist wohl ein türkischer Reporter, aber das Ganze hier ist auf Deutsch, das ist das Gute. Und zwar reagieren wir auf das Video Jagen zum Überleben. Der Stamm, der hat ja unverändert seit 50.000 Jahren. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ne? Vor allem, wir kommen gerade von Fritz Meinecke, sein Video. Deswegen sind wir gerade so vor diesem Film, also let's go, Digga. Die Hadza, der ursprünglichste auf der Erde lebende Volksstamm. Sie überleben, indem sie mit Pfeil und Bogen jagen, so wie es unsere Vor... Krass! Der hat der Vogel einfach getroffen. ...vor Tausenden von Jahren gemacht haben. Tief in der wilden Savanne, wo hinter jedem Busch Ungewissheit lauert, jagen sie Klippschliefer, Antilopen und Paviane. Der Stamm der Hadza lebt das Leben in seiner ursprünglichsten Form. Sie trinken trübes Wasser, essen Honig mit Larven und Fleisch, das mit Fäkalien vermischt ist. Okay, Bro, alles war okay. Alles war okay. Alles war okay. Honig mit Larven, dies, das, alles hätte ich mitgegessen. Aber das, was da gerade, diese halbe Ratte mit diese Kacke und Schleim und alles, was da in seinem Mund kommt, ich kotze gleich, ne? Oh, habt ihr das gesehen? Wie das gewackelt hat? In den nächsten 3 Tagen werde ich ein Teil ihres Stammes werden, ihre Lebensweise kennenlernen. Der Stamm der Hadza lebt seit... Was war das gerade? Der hat das auch... über 50.000 Jahren in der Nähe des Eyasi-Sees im Norden Tansanias und kam erst vor rund 150 Jahren zum ersten Mal mit der modernen Welt in Kontakt. Sie sprechen Hadza, eine eigene Sprache mit Klicklauten. Die Mitglieder brachten uns zu ihrem Häuptling. Mein Name ist Sakura. 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 Ruhi. Sakura. Ah. Ruhi. Wo sind die Jungs? Schauen wir nach. Sie sollten noch hier sein. Hallo Mugesa. Wir sind die Hadza, mein Freund. Willkommen bei uns im Hadzabeland. Kommt alle her! Dass sie Jäger sind, zeigt sich an dem Leder und den Pelzen, die sie tragen. Was ist das auf dem Kopf? Vom Pavian. Das ist die Haut des Pavians. Als ich klein war, habe ich immer... Oh, shit, Digga. ...hat die ganze Zeit geweint. Meine Mutter mochte das nicht, also gab sie mir diese Narben im Gesicht. Kommt Tänensalz. Der hat als Kind geweint und die Mutter hat den Jungen dafür Narben ins Gesicht gegeben. Was ist das denn für eine Mutter? ...in die offene Wunde, verspürt ein Babyschmerz. So lernt es nicht zu weinen. Jetzt bin ich... Was laberst du da? Da weinst du noch mehr. Ich erwachsen und kein weinendes Baby mehr. Hier bauen und reparieren eine Gruppe junger Menschen ihre Ausrüstung für die nächste Jahr. Das ist eine Fähigkeit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also guck mal, jetzt spätestens jetzt, ne? Sollte jeder von euch Alhamdulillah sagen und dankbar sein. Für das, wie er aufgewachsen ist. Bruder, jeder von euch könnte jetzt auch dort sein und könnte unter diesen Umständen aufwachsen. Bruder, das ist Leben am Limit. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Bei Gott, das ist hart. Also wir würden das jetzt so Stand der Dinge niemals schaffen. Du müsstest da von klein auf aufwachsen, um da klarzukommen. Bruder, das ist crazy. Meine Pfeile sind die besten. Keine frische Dusche, kein Zahnpasta, kein Zahnarzt, keine richtige Nahrung, kein... Bruder. Bruder. Ich mache sie selbst. Ich frage mich aber, was ist das denn für eine Sprache? Was ist das denn für ein Satz? Also, was bedeutet... Also, was ist das denn? Das, gibt es das oder machen die das einfach so da rein? Ich verstehe das nicht. Wenn wir auf der Jagd sind und auf ein Tier stoßen, verhalten wir uns je nach... Das ist doch voll schwierig, so zu reden. Tier hat unterschiedlich. Ich höre vor, einer von denen will Rapper werden. Rapper werden. Und auf einmal, der fängt an zu rappen. Du kannst ja gar nicht Double Time oder so. Bruder, wie machen die das denn?
Das ist doch voll anstrengend. Einige Tiere haben einen guten Geruchs- und ein gutes Sehvermögen. Wir müssen dann still sein und uns verstecken. Wir bewegen uns langsam, bis wir nah genug sind. Dann schießen wir. Mein Freund, was ist hier passiert? Ich glaube, wenn die Valorant zocken würden oder so, die wären Platz 1, Digga. Die haben bestimmt maximal richtig gute Aim, Digga. Leopard. Ich wurde vor langer Zeit von einem Leoparden angegriffen. Was laberst du? Sie gestalten ihre Pfeile mit einzigartigen Mustern. Wenn ein Pfeil verloren geht und gefunden wird, wissen sie so, wem er gehört. So ist heftig auch erkennbar, wer getroffen hat. Auf ihren Bögen haben sie diese einzigartigen Muster aus Teilen der Tiere, die sie gejagt haben. Sie zeigen, wie talentiert und erfahren der Jäger ist. Außerdem verwenden sie Vogelfedern, um den Pfeil während des Fluges stabil zu halten. Krass. Um Pfeile herzustellen, nehmen sie zunächst ein Stück Holz und schnitzen es vorsichtig. Es muss so leicht und gerade wie möglich sein. Sie sind bei dem Prozess immer wachsam und benutzen ihre Zähne, um alle Unebenheiten zu korrigieren. Vor welchem Tier fürchtest du dich am meisten? Elefanten, Löwen und Leoparden. Elefanten haben riesige Rüssel. Sie können fast alles fangen und fressen. Sie fressen langsam, kommen ihnen niemals nahe. Du musst dich von ihnen fernhalten. Sie können dich angreifen. Elefanten sind aber auch wirklich mies gefährlich. Einfach nur wegen dieser gigantischen Masse, weil die so groß sind, ne? Und in zwei Teile. Ja, Burak Makaveli. Wer übersetzt das? Wallah billah. Ich denke mir auch. Wer ist dieser Dolmetscher, bei Gott? Also, als allererstes fängt ja schon das Problem an, einen Dolmetscher, also nicht, sorry, das Problem fängt nicht an, einen Dolmetscher zu suchen. Das Problem fängt ja da an, diese Sprache zu verstehen. Was das für eine Sprache ist, dass du einen Dolmetscher, den richtigen Dolmetscher dafür auffinden kannst, Bruder. Sprache. Das geht doch gar nicht. Teilen. Ja, klar. Ja, hier sucht er dafür einen Dolmetscher. Paviane, wir werden gehen und sie jagen. Wir gehen morgen auf eine Pavianjagd. Geh einfach schlafen. Wir nehmen dich dann zur Pavianjagd am Morgen mit. Wir versammeln uns vor dem Morgengrauen. Sakuro schreit, um die anderen Jäger aufzuwecken. Bitte beachte, dass einige Szenen, die du gleich sehen wirst, manche Menschen verstörend wirken können. Wir bitten dich, die Kultur und Lebensweise der Hadza mit Respekt zu betrachten. Als alle bereit sind, Jetzt krieg ich Angst, Digga. Beginnt unser Weg in die Wildnis. Sie teilen sich in verschiedene Gruppen auf. So haben sie die besten Chancen bei der Jagd. Der Stamm bereitet sich vor. Mal sehen, was passieren wird. Sobald das Tageslicht anbricht, begeben wir uns in die Wildnis, mit Sakuro natürlich. Wir haben etwa 10 Jagdhunde bei uns, die in Alarmbereitschaft sind. Die Jäger... Wie füttern die denn die Hunde, frage ich mich. Da tragen Messer, Bögen, mit Pfeilen mit und ohne Gift. Sakuro hat in diese Richtung gezeigt. Wir trennen uns jetzt. Schau dort. Also folgen wir dieser Gruppe. Ein Crewmitglied folgt Sakuro und den Hunden. Während der Jagd teilen wir uns immer wieder in Gruppen auf. In diesem weiten Gelände sind die Hunde unsere Augen und Ohren. Sie verteilen sich und suchen weites Gebiet ab. Diese Strategie ermöglicht es sowohl den Hunden als auch uns, mehr Fläche abzudecken und unsere Chancen zu erhöhen. Aber was jagen die denn? Mein Freund, schau. Heute ist das Wetter gut. Nicht heiß. Ich wünschte, es könnte jeden Tag so sein. Mal sehen, was wir finden werden. Sie nutzen diesen schlammigen Teich. Zuerst pusten sie und dann trinken sie. Ihr Immunsystem ist stark genug, um mit den Parasiten fertig zu werden. Krank, Alter. Krank. Kranke Scheiße, Digga. Das Wasser ist kalt. Es ist ihnen egal, ob es sauber ist oder nicht. Bruder.
Ich sage euch ehrlich, ich kann nicht mal das Leitungswasser trinken. Bei Gott, ich ekel mich vor Leitungswasser, weil wir einfach in Deutschland abnormal ekelhaft verwöhnt sind. Wir sind richtig verwöhnt, Bruder. Wir sind undankbare, verwöhnte Menschen, die es nicht zu schätzen wissen, wie krass gut wir es haben, in was für einem Luxus wir leben, Digga. Bruder, was haben wir da gerade getrunken? Bei Gott, was war das? Ey, Junge, Alter. Die Hunde fangen an zu rennen. Da ist was. Amona, komm, wir trinken Ursu von Alter! Die trinken Wasser mit Parasiten, wir trinken Ursu. pH wird 9, Amona. Lauft. Er wird den langen Stock in das Loch stecken. Er versucht, das Tier zu bewegen, herauszukommen. Der Stock vorher war nicht lang genug. Jetzt macht er einen längeren. Der Hund versucht, ein größeres Loch zu graben, um das Tier leichter. Was könnte da drin sein? Wie heißen diese Dinger nochmal? Maulwurf? Greifen zu können. Mongo! Sie geben auf. Zeit ist kostbar. Sie müssen weiter. Die Hadza sind ein Nomadenvolk, das keine Lebensmittel lagert und auch keine Landwirtschaft betreibt. Sie verlassen sich vollständig auf Jagen und Sammeln. Krass. Sie tun sich zusammen. Ein Jäger rüttelt am Baum, um das Tier zu verwirren, es auf den anderen Jäger zulaufen zu lassen. Schlau. Sie haben es. Niemals. Mit einem. Was laberst du? Mit einem Schuss, was laberst du? Eichhörnchen. Das war der erste Fang des Tages. Oh mein Gott. Es war nicht einfach, das Eichhörnchen zu fangen. Wir haben es durch die Büsche gejagt. Er hat es in seinen Gürtel gesteckt. Er ist jetzt auf der Suche nach seinem Pfeil. Jeder Pfeil ist sehr wertvoll für diese Menschen, da es sehr viel Zeit kostet, einen herzustellen. Die Hunde führen Sakoro zu der Stelle. Er füllt die Öffnungen mit Gras auf, um das Tier daran zu hindern, zu entkommen. Warum hast du es nicht erwischt? Der Mungo kreischt beim Fangen viel. Es gibt viel Wasser in dem Fluss unten. Der Barei-Fluss. Barei-Fluss. Mann, den Fluss kann man nicht überqueren. Wir ändern unsere Route, weil wir den Fluss nicht überqueren können. Endlich ist es Zeit für eine Pause. Es ist 4 Stunden her, dass wir losgelaufen sind. Ich frage mich echt, wenn diese Menschen nach Deutschland kommen würden, was das für ein Schock für die wäre so. Ob die sich freuen würden oder nicht, ob sie wieder zurück wollen würden. Du weißt, wie ich meine? Was wäre das so für die, einfach so in einer Welt, wo alles normal ist, Wasser trinken, essen, so. Bruder, die würden uns essen. Schau dir diesen Baum an. Diese Dinger erwischen uns immer. Sie sind scharf und zerreißen unsere Kleidung. Man nennt sie Akazien. Sakoro bewacht die anderen Jäger unten. Die Hunde haben diesen Klippschliefer gefangen, aber sie haben die Hälfte gefressen. Jetzt rutscht Sakoro durch die Felsen, um sich bergab zu bewegen. Boah, guck mal, wie dünn und mager die Hunde sind, die armen Hunde. Wegen. Dornen stechen ihm in die Beine. Er schneidet die Äste ab, um sich den Weg frei zu machen. Währenddessen schiebt der Junge seinen Körper in den Spalt zwischen den Felsen. Er verschwindet komplett. Der Junge, der in diesen Felsen hineingegangen ist, umrundet das Gebiet von einer Seite zur anderen. Er und die Hunde suchen auf kleinen Raum nach ihrer Beute. Sie haben einen weiteren Klippschliefer unter diesem Felsen abgeschossen. Vorsicht! Da lief was.
Sie haben dort noch etwas gesehen. An der Reihe nun die Hunde. Es ist ein großer Klippschliefer. Sie versuchen, ihn herauszuziehen. Er ist eine Mahlzeit bereit, aber noch unerreichbar. Die armen Hunde, ja. Der im Nest wurde gefangen. Hier ist er, mein Freund. Das Tier lebt noch. Er sucht einen Weg, es zu töten. Scheiße. Was für ein grausamer Weg zu sterben. Dein guter Tod. Er ist schon tot. Der Klippenschliefer. Da drüben. Ich hab. Man kann es dir nicht übel nehmen. Ich sag euch ehrlich, das ist sehr grausam, sehr ekelhaft. Also ich weiß nicht, wer von euch sowas könnte, ne? Und übers Herz bringen könnte, aber man kann es denen nicht übel nehmen, weil wenn du gezwungen bist, alles zu fressen, was dir über den Weg läuft, und du keine andere Wahl hast, weil du sonst verhungern würdest. Ist normal, dass die da Ratten, Mäuse und das und jenes und Hasen und Kaninchen, dass die da alles essen, Bruder. Die müssen alles fangen und essen, was sie nur können. So, die haben doch sonst nichts anderes. Ich habe ihn schon getroffen. Wir müssen ihn rausholen. Siehst du die Augen? Klippschliefer kreischen immer so. Aber das ist uns egal. Es ist nur Essen. Benutze den Stein. Die Hunde versuchen ihn zu schnappen. Dies ist der dritte Klippschliefer. In nur 50 Jahren verloren die Hadza 90% ihres Landes an benachbarte Stämme, die Bäume fällten und Wildtiere für Getreide und Vieh vertrieb. Früher haben sie überall hier gelebt. Ich meine, in diesem ganzen Bereich. Der Rückgang der Tierpopulation hat die Jagd und das Überleben für sie erschwert. Ihre Lebensweise ist in Gefahr. Schaut her, er macht ein Feuer in unter einer Minute mit einem Pfeil, den er dazwischen seinen Händen reibt. Jetzt machen sie eine Pause, um eine Pflanze zu konsumieren, welche ihre Sehkraft fürs Jagen verbessern soll. Es gab eine Zeit, in der wir viele Pavian auf diesem Berg jagten. Wir jagten sie hinunter zum Berg. Die Hunde jagten sie wie verrückt. Wir haben zwei von ihnen gefangen. Die anderen gingen auf die andere Seite. Diese Pavian-Truppe war sehr aggressiv. Das Gehen in diesem Gelände ist eine Herausforderung. Ich bin wieder stecken geblieben. Bewege es im Uhrzeigersinn. Lege es auf die andere Seite. So, so. So, in die andere Richtung? Ja. Ups. Der Junge sucht nach einem Mungo. Er schaut in jedes Loch, das er erreichen kann. Er versteckt sich genau dort. Aber er lebt noch. Es beißt. Sei vorsichtig. Er hat scharfe Zähne. Du dachtest, ich könnte dich nicht erwischen? Jetzt schaust du, was? Benutz den Stein. Wie du schlägst, ist lustig. Verurteilt sie nicht. Das ist ihre Art zu leben. So haben auch unsere Vorfahren überlebt. Wo sind die Bienen? Sie sind auf einem Baum. Wir wurden gestochen. Geht nicht dadurch. Ich habe euch gesagt, dass ihr da nicht lang sollt. Aber ihr habt nicht zugehört. Diese Bienen sind verrückt. Leg dich nicht mit ihnen an. Wenn ich gestochen werde, schwillt bei mir nichts. Aber wenn du gestochen wirst, schwillt deine Haut an. Krass. Das war eine sehr ermüdende Jagd. Wir sind 36.000 Schritte in nur 7 Stunden gegangen, während wir Tiere verfolgt haben. Krass.
Er sagt, dass sie bei Pavianen das untere Fleisch bevorzugen. Welchen Teil genau? Wir essen bei Pavianen gerne die Hände und den Rücken. Die Pobacken schmecken süß. Die Hunde warten und freuen sich auf die Überreste. Ich wünschte, ich könnte das ganze Fleisch essen. Das Fleisch sieht köstlich aus. Sie essen das an den Nägeln gejagte Tier. Sie verschwenden nichts. Sie verzehren das Fleisch mit weichen Knochen. Du kannst das Knacken bei jedem einzelnen Bissen hören. Lass uns diesen Teil essen. Ich fühle mich geehrt, dass das Volk der Hadza seine Jagd mit mir teilt. Wer sich fragt, wie Klippschlieferfleisch schmeckt, naja, ehrlich gesagt ziemlich gummiartig. Bruder, und ihr mögen Rote Fasile nicht, Walla. Also kein Plan, wer von euch das nicht mag, aber ich könnte das jeden Tag essen, ne? Mit schön diese Zwiebel und so. Klippschliefer. In ihrer Freizeit stellen sie Ersatz für verlorene Pfeile her. Pfeile, die sie verloren haben. Affen. Wir werden sie in den Bergen finden. Jeder Hadza-Stamm besteht aus etwa 30 Personen und die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt etwa 32 Jahre. Wegen der hohen Säuglingssterblichkeit. Normalerweise bringt eine Hadza-Frau 4 Kinder zur Welt, von denen aber nur 1 oder 2 überleben können. Honig ist ihr flüssiges Gold, vollgepackt mit Energie und lebenswichtigen Nährstoffen, die sie im Leben erhalten. Boah, ich will gar nicht wissen, wie abnormal lecker und saftig dieser Honig dort schmeckt. Ihr am häufigsten konsumiertes Lebensmittel. Wir befinden uns in der Nähe eines Baobab-Baumes. Da oben ist ein Loch im Baum. Dort ist der Honig. Sie schneiden ein Stück Holz zurecht, das sie am Baum befestigen. Sie benutzen es als Leiter, um nach oben zu klettern. Hier sind so tausende von Bienen in diesem Baum. Ein anderer Jäger macht ein Feuer und stellt daraus einen Räucherstab her. Er prüft, ob diese Stöcke stark genug sind, um einen Menschenkörper zu tragen. Digga, wie crazy, wie schlau die sind. Der hat einfach eine Leiter gebaut. Nun legt er den Räucherstab in den Bienenstock, um die Bienen für kurze Zeit zu beruhigen. Das laute Summen kommt von Tausenden von Bienen. Er wird immer noch gestochen, aber er erträgt die Schmerzen, um an den Honig zu gelangen. Er muss sich beeilen, denn die Bienen werden aus dem Stock kommen und wir wollen sie nicht an uns ranlassen. Immer noch nicht viel Honig. Diese Saison ist nicht gut. Wir sollten noch etwas warten. Es ist sehr wenig Honig drin. Es ist hauptsächlich Wachs. Und es sind einige Larven drin. Ich zeige es euch. Für die Hadza ist Honig nicht nur Nahrung, sondern auch Währung. Sie tauschen es gegen scharfe Metallwerkzeuge, Glasperlen, Schuhe und Maisstärke ein. Sie nutzen kein Geld oder ein entwickeltes numerisches System zum Zählen. In Hadzane sind 1 und 2 die einzigen Zahlen. Auch heute noch behalten sie die Zeit nicht im Auge. Uhren und Kalender gibt es hier nicht. Sie haben keine Ereignisse wie Geburtstage oder Feiertage. Weiß er, wie alt er ist? Heftig, heftig. Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Heutzutage haben einige von ihnen die Amtssprache Tansanias gelernt und nutzen Zahlen, aber die meisten können immer noch nicht bis 10 zählen. Um Zahlen jenseits der 5, wie zum Beispiel die 8, auszudrücken, muss er sie kombinieren. Wie viele? Hier 5. Dort 3. Was ist, wenn ich ihn fragen würde, mir 70 zu sagen? Was würde er sagen? Das ist zu viel. Zu viel. Allgemeine Begriffe für größere Mengen, alles andere ist zu abstrakt. Haben Sie immer die Pavianjagd im Kopf? Ständig im Gedanken? Das ist das leckerste Fleisch. Immer wenn ich schlafe, träume ich von Pavian.
Wenn ich morgens aufwache, gehe ich auf die Jagd und suche nach Pavian. Ey, der Junge ist so lachig, ich feier den, Digga. Ich gehe hinauf in die Berge. Wenn ich sie dort nicht sehe, gehe ich woanders hin. Sie schreien so. Nach ein paar Stunden Schlaf. Die leben halt ganz einfach, ganz simpel, ne? Schlaf bereiten wir uns auf eine Jagd vor. Die Tag 2 um 4. Also nur das Wichtigste: Essen, schlafen, scheißen. Das war's, Digga. 4 Uhr morgens beginnt. Das ist unser zweiter Tag hier. Und wir werden Antilopen und Paviane fangen. Während wir die Tiere aufspüren, wird ein Teammitglied hier bleiben und das Leben im Lager filmen. Die Männer, die heute zurückbleiben, reparieren Werkzeuge. Sie haben kein Gift mehr, also nehmen dieser kleine Junge und der alte Mann zunächst einen langen Weg auf, seinen Eimer Wasser zu holen. Beschäftigt mit ihren täglichen Aufgaben, halten sie immer noch die Augen offen und nutzen jede Gelegenheit, um etwas zu finden, das sie heute essen können. Nach mehreren erfolglosen Versuchen findet er auf dem Rückweg zum Camp eine große Schnecke. Das ist eine Schnecke. Wir, die Hatzer, essen auch so etwas hier, ja. Wir kochen sie einfach auf dem Feuer und essen sie dann einfach. Siehst du diese Berge? Man sagt, dass es dort drüben viele Hyänen gibt. Junge Leute mögen den Geschmack von Schnecken nicht besonders, bieten sie den Älteren an. In der Vergangenheit, wenn ein Stammesmitglied alt wurde, jagten die Jungen ein großes Tier für sie und boten dessen Fleisch als letztes Festmahl an. Danach ließen sie die Ältesten bis zu ihrem Ende verhungern. Heute teilen sie ihre Jagd mit ihnen. Dieser Zweig gehört zum Wüstenrosenbaum, der für die Hatza-Jäger die entscheidende Zutat bei der Jagd auf große Tiere darstellt. Gift, mein Freund, Gift! Sie schneiden den Ast erst in mehrere kleine Stücke und geben alle in eine Pfanne. Die Stücke werden mit kaltem Wasser übergossen und die Mischung zum Kochen gebracht. Er gibt Blätter dazu, um den Schaum von der Oberfläche abzuschöpfen. Nachdem sie die Stücke entfernt haben, lassen sie die Mischung köcheln, bis sie eindickt. Mit einem letzten Rühren überträgt er die Essenz auf einen Stein und fügt einen Spritzer Wasser zu. Zum Schluss gibt er etwas Asche hinzu, vermischt alles, indem er es mit einem Stein zerdrückt. Das Ergebnis: eine schwarze, giftige Paste. Er bestreicht vorsichtig die Pfeilspitze damit. Jetzt ist der Pfeil einsatzbereit. Er reibt seine Hände am Gras, um das Gift zu entfernen. Schaut mal her, das ist ein vergifteter Pfeil. Sehr gefährlich für mich, aber auch für dich. Beim Abschuss eines Tieres geht das Gift ins Blut und wandert zum Herzen. Der Körper hört auf, sich zu bewegen. Du, das Tier fällt zu Boden. Wie kommen die aber auf sowas, ne? Wie die sowas schaffen? Das ist crazy. Funktioniert bei Impalas, Büffeln, Zebras, Giraffen und allen anderen großen Tieren. Mit dem hier. Während Männer nach Fleisch und Honig suchen, sammeln Frauen Obst, Gemüse und Grünzeug. Im Moment graben sie Wurzeln und Knollen mit Grabstöcken aus. Sie sind wie Nährstoffspeicher der Natur. Hier hat sie eine wilde Kartoffel gefunden. Mein Rock ist zu kurz. Gib mir ein Stück Stoff. Die Hatza-Frauen, die fast isoliert leben, fühlen sich nicht wohl dabei, von Fremden gefilmt zu werden. Er schaut mich an. Das Buschschwein war hier. Das ist frisch. Das Schwein war vor nicht allzu langer Zeit hier. Das Buschschwein. Wir werden versuchen, es zu verfolgen. Die Hunde helfen uns. Schau, das Schwein hat hier gegraben. Ein weiterer Kratzer an diesem Baum. Sie hörten ein Knistern und halten nun inne, um herauszufinden, woher das Geräusch kommt. Sie prüfen, ob sie etwas finden. Ob es etwas zu jagen gibt.
nichts. Wegen des Regens verstecken sich die Tiere in ihren Tunneln oder Unterschlüpfen. Seht ihr das Nest eines sehr kleinen Tieres, dem sogenannten Buschbaby? Sie werfen Steine in Richtung des Baumes, um das Tier wegzubewegen. Hä, warum schießen die nicht mit dem Pfeil? Es muss rennen. Von hier kann man es nicht verfehlen. Ach du Kacke. Oh, wie konntest du den nicht treffen? Wir haben Spaß. Das Tier kann nirgendwo anders schauen. Schau. Sei vorsichtig. Schieß nicht auf uns. Dieser hat es in sich. Boah. Der Junge hat ein weiteres Buschbaby-Nest entdeckt. Es versteckt sich im Inneren. Nach dem zweiten Versuch kann es sich nicht mehr bewegen. Er macht sich jetzt einen Weg frei, um auf den Baum zu klettern. Der Junge klettert zum Nest des Buschbabys hinauf. Er kommt näher und schnappt es, direkt am Schwanz. Die Augen des Buschbabys sind voller Verzweiflung. Es hält sich an seinem Nest fest und versucht, sich zu schützen. Doch. Oh, Matt Abimola, danke schön für deinen Raid. Danke, Süßer. Und oh, was los? Heute kein 40-Stunden-Stream. Ja, schlafen, müde, ne? Ja, gute Nacht. Ja, ne, Madam, danke schön. Danke für deinen Raid, danke schön. Dem Kleinen bleibt keine Chance. Es lebt immer noch. Herzlich willkommen auch an die Zuschauer von Matt. Wir schauen gerade hier eine Doku, ne? Von, ja. Stamm der Hatzer. Er beendet sein Leben. Dieses Tier wird Buschbaby genannt. Sie sind vor allem nachts aktiv. Wir haben sie im Schlaf erwischt. Auf den Kopf. Leute. Darauf antworte ich nicht. Hört auf mit dieser Astralreisen. Das ist völliger Quatsch, Digga. Hört auf damit, bitte. Oh, das haben sie von den Augen. Es ging von hier rein, kam von dort wieder raus. Schau dir die Hände des Tieres an. Sie sind mit Affen verwandt. Oh. Währenddessen sind zwei Jungs im Camp auf der Jagd. Er pfeift genau wie der Vogel, um ihn auszutricksen. So nah und doch so fern, er verfehlt ihn. Er ist umgefallen. Aber beim dritten Versuch traf er einen, direkt aus dem Himmel. Digga, was ist das für ein Aim? Ich schick mal diese Leute rüber zu Mausavi und Matt. Die sollen mal mit dem Velo zocken, Digga. Die werden alles auseinandernehmen. Kein. Wir haben eine Taube gefangen. Was ist mit diesem Hund passiert? Er hat viele Kratzer. Pavianer haben unseren Hunden diese Wunden zugefügt. Krass, wie aggressiv sind die? Ein Babuen. Ja, sie haben gebissen. Yeah. Da der Regen aufgehört hat, kommen die Tiere aus ihren Unterschlüpfen und kriechen heraus. Und die Hatzer sind natürlich bereit, sie abzuschießen. Getroffen. Er hat ihn. Ein sehr schöner Vogel. Der schmeckt bestimmt richtig gut, ne? Der sieht sehr, sehr saftig aus. Mein Freund, siehst du diese Pflanze? Fass sie nicht an. Okay, ich sag euch ehrlich, wenn ich sowas sehen würde, das sieht für mich ganz normal aus. Ja, ne. Ich würde denken, so kann nicht schlimmer sein wie Brennnessel, ne, sag ich mal so. Du wirst dich tagelang jucken. Ich habe sie einmal aus Versehen berührt. Es juckt wie verrückt. Die Hunde scheinen sich so sicher zu sein. Crazy. Da ist auf jeden Fall was dran.
Beeil dich! Die Hunde fressen ihn! Ich habe meinen Bogen nicht dabei. Ich sehe auch meine Pfeile nicht. Obwohl sie sehr loyal sind, handeln die Hunde manchmal schneller als die Hatzerjäger und nehmen die Jagd selbst in die Hand. Ja, normal, Digga. Die Hunde sind hungrig, ne? Er versucht, den Vogel mit der Hand zu fangen. Sakura und die anderen Jäger sind nun erschöpft. Nach einer Pause von der Jagd kehren wir zum Camp zurück. Jetzt haben wir Hunger. Wir müssen essen. Wann hat er das letzte Mal gegessen? Ich habe gestern zu Abend gegessen. Überleg mal, die haben ja gesagt, die haben nicht irgendwie so einen Lebensmittelvorrat oder die heben nicht irgendwelche Sachen auf und lagern die. Die müssen jeden Tag jagen gehen. Ja, wenn die Hunger haben, gehen die jagen. Gehen die nicht jagen, gibt es kein Essen. Überleg mal. Und die sagen ja, jeder Stamm hat ungefähr so, besteht aus 30 Menschen. Und das bisschen, was die jetzt gejagt haben, so für wen soll das reichen? Ich sehe. Seine Ja. Früher war das Leben gut, mit vielen Tieren. Aber jetzt sind sie alle verschwunden. Einen Pavian zu finden ist schwer. Sie sind jetzt schlauer. Was denkt er über... Ich merke am Ende, Paviane sind bei denen wie hier, keine Ahnung, Digga, Steak, Entrecote, ist es, das ist bei denen Highlight. So heftigste Fleisch, glaube ich. Den Tod. Was glaubt er, wohin er gehen wird, wenn er stirbt? Ich weiß es nicht. Hör zu, mein Freund. Wenn du tot bist, wirst du in der Erde begraben. Dann ist das Leben zu Ende. Die Kleinen lernen... Das war's. Das war's. Unter der Erde und das war's. Noch, wie man einen Pfeil schießt. Das ist ihr Klassenunterricht. Oh. Wow. Schön. Was sind Ihre Träume für die Zukunft? Was? Verstehst du ihn? Du meinst, wenn wir erwachsen sind? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe das nicht einmal. Manchmal fällt es Ihnen schwer, die Zukunft zu sprechen. Ja, Sie haben kein Konzept der Zukunft. Diese Pfeilspitzen bekommen wir vom Stamm der Datoga. Im Gegenzug geben wir Ihnen Honig und traditionelle Medizin. Da gibt es ja kein Geld, gar nichts. Die tauschen, wie ihr hört, die tauschen Honig und Medizin gegen andere Sachen. Die haben mir erzählt gehabt, Honig ist bei denen was sehr Kostbares, ne? Genau, das ist so sozusagen deren Währung, ne? Damit betreiben die Handel. Wir werden in die Berge hinausgehen. Es ist weit. Der Morgen des dritten Tages beim Stamm der Hadza. Während wir geschlafen haben, ist eine Gruppe, die zur Nachtjagd aufgebrochen war, gerade zurück. Wir sind seit gestern Abend auf der Jagd und haben endlich diese... Was hat er in der Hand? Antilope? Antilope gefangen. Krass. Krass. Es ist eine... Aber noch ein bisschen zu jung, ne? Wenig Fleisch dran. Kleine. Aber wir werden sie teilen. Fass sie nicht an. Du bist nicht einmal mit auf die Jagd gegangen. Sie haben eine Antilope bekommen. Eine Dick-Dick. Während wir uns den Pavianen nähern, haben diejenigen, die im Camp geblieben sind, begonnen, eine Hütte zu bauen. Gerade sind zwei Männer auf dem Weg, geeignete Äste und Blätter zu sammeln. Paviane sind schlaue Tiere. Sie bewegen sich weiter, wenn sie etwas spüren. Sie mögen keinen Kontakt mit Menschen. Wir müssen mithalten, komm schon. Sie sind fragen gegangen, ob sie Paviane in der Nähe gesehen haben. Sie sind schlau. Aber das sind sie auch. Sie spüren, dass wir näher kommen. Wir werden sie weiter suchen. Wir müssen unsere Strategie verbessern. Es geht darum, immer einen Schritt voraus zu sein. Hey, diese Hunde sind so lachkick. Diejenigen, die im Camp sind, pfeifen jetzt, um ihre Freunde zu rufen. Um ihre Freunde zu rufen, die auf eine morgendliche Honigjagd sind, um mitzumachen. Nimm. Jetzt genießen sie die süße Leckerei. Wenn ich ein Fan bin,
und richtig Geld für eine Sache liegen lassen würde, dann wäre das Honig. Ich kam leider noch nie dazu, von irgendjemandem von irgendwo teuren Honig abzukaufen. Bis auf einmal in Kayseri, ein Bekannter von mir, der sein Onkel oder Opa, keine Ahnung, ist selber Imker, der hat mir zuletzt, wo ich in Kayseri war, so in einer Tupperware-Box, frischen Honig mitgegeben, der nicht irgendwie, gestreckt war mit Zucker und so, wie ihr es von den ganzen Supermarktläden kennt. Ihr kennt das ja aus der Tube, 500 Gramm Zucker, wenn ihr das so, ne, so benutzt. Und irgendwann lässt ihr das stehen für ein paar Tage, dann wird das so hart, dick und klumpig und das ist dann, das entsteht dadurch, weil da chemischer Zucker drin ist, weil er gestreckt ist. Aber das, was die da gerade essen, frischer Honig, nichts gestreckt und kein Zucker und allein in diesem Land, diese Bienen, dieser Honig, das wird nochmal anders schmecken, nochmal andere Aromen haben, ne? Also, was ich sagen wollte, das letzte Mal, wo ich diesen frischen Honig gegessen habe, ich habe noch nie in meinem Leben so leckeren Honig gegessen. Guck mal, richtigen Honig erkennst du daran, wenn du richtig viel isst und dir nicht übel wird. Du kannst richtig viel davon essen, dir wird nicht schlecht. Aber bei Fake-Honig, gestreckten Honig mit Zucker, da wird dir irgendwann schlecht, das geht schwer runter. Weißt du, da merkst du auf jeden Fall den Unterschied dran. Und Digga, das, was die da gerade essen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, wie saftig. Der Honig ist süß, aber die Bienen drehen durch. Manchmal hasse ich Bienen. Aber sie geben dir Honig, um deinen Magen zu füllen. Jetzt, da alle Materialien bereit liegen, ist es an der Zeit, das Fundament zu legen. Sie beginnen damit, die Zweige zu biegen und zu flechten, um Stäbe. Ja, easy. Ein Kilo erstmal essen, dann weiß ich, ob er real war. Nein. Nach paar Mal, du merkst das doch schon. Du kannst ja, wenn du normalen Honig nimmst, den aus dem Supermarkt, wenn du ein paar Mal so ein bisschen ein paar Löffel nimmst, du merkst schon sofort, irgendwann, du kannst nicht mehr. ...zu schaffen. Um ihr Stabilität zu verleihen, wickeln sie zusätzliche Äste drumherum. Diese käfigartige Struktur bildet den Hauptteil. Dann umwickeln sie die Basis mit wildem Aloe Vera. Wusstest du, eine Biene produziert im ganzen Leben einen Tropfen Honig? Niemals. Das funktioniert doch gar nicht, als wenn. Und bedecken die Oberseite mit Blättern und Gras. Ja, Leute, ganz kurz. Der Sound vom Video und meine Stimme, ist das identisch? Gleich laut? Ich höre das Video irgendwie so leise. Ich weiß nicht warum, ich höre nichts mehr. Für den letzten Schliff stecken sie es ein paar weiße Blumen ein. Fertig. Innerhalb weniger Stunden steht ein neues Zuhause bereit. Ein Geschenk für den jungen Vater und seine Familie. Das Haus ist fertig. Und ja, ich trinke die Lara, danke. Man kann darin schlafen. Schauen wir uns das mal an. Passt, okay, gut, danke. Damit du es weißt, die Hütte ist super. Sag was. Paviane. Süß. Klettern auf die Baobab-Bäume. Bruder, da geht mein Herz wieder flöten, Digga. Die Babys, Walla, die Armen. Hier in Deutschland, du hast alles frisch. Vom Pampers und die Marke und diese Babynahrung und das. Und die wachsen, Mashallah, die wachsen, auch Alhamdulillah, die Kinder hier, die wachsen sehr gut auf. Keine Frage, die wachsen sehr gut auf. Aber da, was ich gerade gesehen habe, das wünscht man keinem Baby auf dieser Welt, dass man unter solchen Umständen aufwachsen muss. Das ist crazy, Bruder. Also überprüfen wir jeden einzelnen Baum. Aber unser Hauptziel ist es, zu diesen Felsen zu gelangen. Hier oben. Man sagt, dass dort... Stimmt, wie machen die das dort mit Pampers? Boah, da hast du eine Frage gestellt, ne? Ja, gar nicht. Jedes Mal sauber machen dann, ne? Paviane leben. Als wir den Weg entlang gehen, entdecken wir eine Gruppe von Klippschliefern, die sich in den Felsen unter uns verstecken. Oh, der war aber riesig. Sie haben alle 5... Boah! Okay, die sind riesig, ne? Wie die davor? Klippschliefer bekommen, jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen für die Paviane. Sie verschlingen... Oh mein Gott. Sag mich, dass das Boch ist, Digga. Sieht ein bisschen aus wie Pistaziencreme, aber ich glaube, dass das Boch ist. Gierig den Magen mit einer fäkalartigen Mischung aus halbverdauter Nahrung und Magensäure. Oh.
gefüllt ist. Sakuro sagt, sie hätten alle Gebiete abgesucht und konnten keine Paviane finden. Aber wir werden unser Glück in der Nacht versuchen. Paviane. Bruder, gib doch diese Fäkalien. Bruder, diese ganze Buch und so weiter, diese Gedärme, gib das doch den Hunden. Kannst du das essen? Paviane können aus den Erfahrungen lernen und Orte meiden, an denen... Aha, da sind diese Ärsche, Digga. Diese leckeren Bombo-Club-Ärsche, Digga. Wovon die ganze Zeit träumen und schwärmen. Aber da habe ich auch richtig Bock bekommen auf diese Paviane. Der eine sagt, Hintern vom Pavian schmeckt am leckersten, richtig süß. Sie bedroht sind. Es scheint, als hätte sie hier das Glück im Stich gelassen. Die Hatza passen ihre Strategie... Ja, ja, das ist Pistazien-Creme von Dings, Kiki's Kitchen. Sie werden heute Nacht in einem anderen Teil der Region Paviane jagen. Sowohl Räuber als auch Beutetiere lernen ständig dazu und passen sich an. Ich schwöre auf alles. Entweder liegt das daran, dass ich müde bin und schlafen will, oder ich werde hier behindert, ich weiß es nicht. Dieser Sound wird immer leiser. Das ist so extrem leise in meinen Ohren. Audibilla, ich krieg Angst. Ich weiß nicht, warum das so leise ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist wie Versteckspiel, nur in der Wildnis. Wie kann das bei euch laut sein? Ich höre kaum was. Jetzt sind wir auf Pavianjagd. Es wird dunkler. Einige der Stammesmitglieder haben herausgefunden, wo sie leben. Sie befinden sich auf einem Baum. Wir werden besonders leise sein. Paviane sind keine nachtaktiven Tiere. Sie sind morgens und nachts aktiv. Sie schlafen in Bäumen, wo sie vor Raubtieren, meist Leoparden, Hyänen und Menschen geschützt sind. Wir erhöhen... Naja, die Raubkatzen, Leoparden und so weiter, hey, die können doch auch hochklettern. Wir erhöhen den ISO-Wert in der Kamera und können mit Rauschen sehen. Es ist stockdunkel. Ich sehe nichts. Wir müssen uns an die Jäger halten. Ich möchte nicht versehentlich von einem giftigen Pfeil getroffen werden. Boah, ja, Mann. Schon gefährlich. Wir dringen immer tiefer in den Lebensraum der Paviane vor. Ich habe das Gefühl, dass wir den Wald stören. Ich habe jetzt einfach mal meine Stimme lauter gemacht, um das Ganze anzupassen. Dann könnt ihr ja bei euch leiser machen, dass beides gleich laut ist. Musa, was war das für ein Geräusch? Eine Art Buschbaby. Groß. Größer. Paviane leben in großen Gruppen. Während sie aufeinander aufpassen, warnen sie die Gruppe vor möglichen Gefahren und verteidigen sich gemeinsam gegen Bedrohungen. Du hast dort drüben einen gesehen. Haben sie einen gesehen? Ja. Okay. Sie sagten, sie hätten dort einen gesehen. Wir müssen weg. Sie sind nicht hier. Paviane sind extrem wendig und können sich sowohl auf dem Boden als auch auf den Bäumen schnell bewegen. Sie versuchen zu entscheiden, in welche Richtung wir sollen. Sei vorsichtig. Wir wandern am Ufer. Also sag euch ehrlich, ich hätte schon richtig Angst vor so einem Pavian. Ich habe gehört, die sollen richtig stark sein und aggressiv. Und die Beißkraft sollte man nicht unterschätzen, ne? Vor des Baches entlang, unten gibt es einen steilen Abhang. Es ist so eng, dass nur eine Person hindurchgehen kann. Gestern haben wir keine Aufnahmen einer erfolgreichen Jagd gehabt. Nach 3 Tagen harter Verfolgungsjagd kehren die Hatza-Jäger mit leeren Händen nach Hause zurück, ohne einen Pavian für ihre Familie. Während des Schneideprozesses fanden wir jedoch einen Frame, der zeigt, wie ein Pavian flüchtete, indem er von Ast zu Ast sprang, als wir die Lichter ausmachten. Sie waren sich der körperlichen Grenzen des Menschen bewusst und krass. Warteten geduldig, bis die Lichter ausgingen, um in der Dunkelheit leise fliehen zu können. Es ging krass, beide sind abgewichst, beide. Die Menschen dort und die Tiere. Es geht darum, am anpassungsfähigsten zu sein. Wir waren am Ende der Pavianjagd angelangt. Wir waren nicht erfolgreich. Die Tiere haben uns wohl gehört. Das Volk der Hatza lebt in dieser Welt wie wir vor tausenden von Jahren. Crazy, crazy.
Eine der größten Bedrohungen für diese Gemeinschaft ist natürlich die Modernisierung und der Verlust dieser einzigartigen menschlichen Kultur. Diese Menschen sind wie ein Fenster in die Vergangenheit. Sie sind also die Letzten unserer Ersten. Hallo. Sie sind die Letzten unserer Ersten. Wow. Wow, was ein Satz. Ruhi Janet war hier. Aber das war es erstmal auf jeden Fall mit dem Video. Hier, Jagen zum Überleben. Vor 3 Wochen kam das raus. 25 Millionen Aufrufe, crazy. Ja, harte Arbeit zahlt sich aus, ne? Baba Doku, Digga. Baba Video.